Jo Leute, wir sind im Eispalast und hier ist verdammt nochmal kalt, Bombette, machen wir ein bisschen hier, machen wir ein bisschen warm, so, abberms, so, sehr cool. Ja, und auf jeden Fall, hier soll irgendwo der letzte hohe Stern sein. Oh, Moment, wir können ja eigentlich auch hier mit Bombette, das ist doch eigentlich auch eine gute Idee, weil das rumpst ganz schön rein, das macht nämlich 7 Schaden und da kann man ja auch ausnutzen. So, auf jeden Fall, ja, Eispalast. Und das ist voll cool hier eigentlich. So, Multi-Jump. Jump. Jump. Oh yeah. Er bringt immer noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Zwar nicht mehr all so viel, aber so ein klein bisschen was bringen sie noch. Ja, wir sparen mal. Hä? Nicht kaputt? Wow, das ist aber viel KP. Erfahr, geschützt, Mann. Ja, wir sparen mal ein bisschen BP, weil ich finde, ich bin ein bisschen verschwenderisch in letzter Zeit, deswegen mal ein ganz klein wenig vielleicht auf die aufpassen. Und dieser Dino down. Ach ja, Leute, hier kriegen wir auch noch locker ein Level up, das wird kein Problem, das wird gar kein Problem, hier kriegen wir ganz locker ein Level up noch. Und dann machen wir noch ein bisschen die BP hoch, so, hier. Wow, 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 komm her. Komm her, mach Boom. Ach komm schon, das hat doch getroffen. Und Tafans! Sehr geil. Booms! Oh, 4 auf einmal. Okay. Da muss Bombette jetzt erstmal ein bisschen hier Bombenangriff machen. Firm! Aber Bombette ist so verdammt stark. Ich liebe dich, Bombette. Du bist voll gut. So, 1. So, verkackt. Voll verkackt. Nicht Eishauch. Nein! Oh Mann, schon wieder eingefroren. Ist doch scheiße. Scheiße! Hör auf, mich zu beiden. Du beitest. Okay, dann müssen wir leider jetzt... Wir müssen leider bomben. Bleibt uns keine andere Wahl. Wir müssen leider jetzt hier unsere BP verschwenden wieder und voll durchgreifen. Für 8 Erfahrungspunkte. Geilo, Matiko. Okay, was haben wir denn eigentlich an Items dabei? Nein, das sind keine Items. Das sind... Nein, das waren sie doch, die Items. So, 5 KP, BP. Okay, Lebensretterpilze. Okay, okay, okay. Na gut, haben wir noch ein bisschen was an Reserve dabei zumindest. Da können wir uns ein bisschen aufladen wenigstens. So, irgendwas ist hier doch noch, oder? Moment, Leute. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Guck mal, wusste ich doch, dass da irgendwas ist. Don't verarschen mich! Ein Ultrapilz, wow. Okay, Moment, 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 Moment. Den schmeißen wir mal kurz weg. Moment, 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 dann futtern wir die. Ja, sehr geil. Und dann nehmen wir uns den. Zerfirm, sehr geil. Ach, Leute, ist das cool, ist das cool, yeah. Ich brauche meine Bombette wieder. Moment, Bombette ist nämlich die coolste. Yeah, 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 yeah. So, wo geht's denn hier lang? Da oben geht's... Geht's da oben lang? Moment. Oh, ein Stein. Ich hab einen Stein gefunden. Nee, ich will... Brauche ich den? Ich hab keine Ahnung, ne? Nee. Verschwinde. Ich brauch keinen Stein. I don't need a stone. Ich bin doch stoned genug. Was? Nee, la, 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 la. So. Jawolla. Was? Was geht hier ab? Hä? Ja, nein! Was zur Hölle? Was ist mit meinen Augen los? Du siehst genauso aus wie ich. Schwindler, wer bist du wirklich? Sag mir deinen Namen. Ich bin Cooper. Ja, so ist es. Die Frage lautet, wer bist du? Was? Das ist unmöglich. Ich bin der einzig wahre und echte Cooper. Du faselst Amok. Das ergibt keinen Sinn. Ich bin der echte Cooper, ehrlich. Komm schon, Mario, du kennst mich. Der Kerl hier lügt. Ich lüge nicht. Mario, du weißt, dass ich Cooper bin, oder? Erkennst du deinen Kumpel nicht? Halt die Schnauze, Jungchen. Ich bin sein Kumpel. Ja, so ist es. Aha, du sollst hier die Schnauze halten. Ich bin sein Kumpel. Hör zu, Trottel. Mario, du musst herausfinden, wer von uns beiden lügt. Finde den Lügner und verpasse ihm einen mit dem Hammer. Gut, ja, das finde ich gut. Wenn du glaubst, damit durchzukommen, dann hast du dich geschnitten. Ich weiß, dass Mario weiß, wer ich bin. Ich glaube an dich, Mario. Farm! Nicht mit mir. Keiner nennt mich hier Trottel oder so.
Autsch! Wie hast du mich durchschaut? Wie hast du mich durchschaut? Das muss ein Glückstreffer gewesen sein. Niemand verfügt über so gute Instinkte. Hör auf zu heulen, du hast verloren. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht, Mann? Was? Halt die Klappe! Jetzt bin ich dran! Ja, genau deswegen wusste ich auch, dass er es nicht ist, weil er immer so beleidigend war und Cooper ist ja eigentlich ein ganz Lieber. Von daher hier mal ein bisschen Multisprünge. Bam! So. Was kannst denn du eigentlich, Cooper? Du kannst doch hier... Greift alle Bodengegner mit einem brennenden Panzer an. Nö, paralysiert Gegner hört schon gut an. Paralysieren wir mal ein bisschen. Yeah, Paralyse. Sehr schön. Tja, ihr seid lame. Affirm, affirm. Lalalam, bam, badam. Und Powerpanzer. Schaffam. Wie viel KP haben die? Okay, sie leben anscheinend aber immer noch. Egal, man hat noch einen Multisprung. Affirm. Jetzt sind sie aber down, okay. Was, 2 Erfahrungspunkte nur, ist ja lame. Naja, egal, Hauptsache down gemacht. So, verschwinde. Yay. Yeah. So, jetzt aber bitte wieder Bombette. War schön mit dir, Cooper, aber Bombette ist cooler. So. So, was ist, wow, was bist denn du für einer? Oh, Level up. Level up. Okay, wen leveln wir diesmal ab? Wir können noch Parakari, Bu, Sushi. Okay, Mama Bu. Ja, ich würde sagen, Bu ist eigentlich eine gute Lösung. Ja, Miss Bu, Lady Bu darf jetzt auch den Rang 2 erreichen. Weil cool und so. Bu wurde in den Ultra-Rang aufgestuft. Oh yeah. Was kann sie jetzt eigentlich? Moment, mal ganz kurz abchecken, was sie kann jetzt. Team. Moment mal, da ist sie. Okay, Fächer-Lady. Greift einen Gegner mit dem Fächer an, okay. Ganz oft wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. So, Typi, komm mal her. Ich habe eine Bombenüberraschung für dich. Yeah! Geilo, du bist doch lame. Ich hab dich gebombt, Mann. Oh yeah. So, machen wir hier doch mal. Was machen wir jetzt? Auf euch kann ich, glaube ich, nicht springen. Nee. Was habe ich denn hier noch am Start? Powerblock, Volt, ist alles lame. Das braucht doch alles kein Mensch. Braucht doch alles kein Mensch. Oh, ich kann keine Powerbombe machen. Das ist auch scheiße. Dann machen wir halt hier einen Superbeben. Oh yeah. Fams. Und du bist down. Okay. Und du machst jetzt halt einfach hier einen Body Slam. Vielleicht reicht's ja. Nö, reicht leider nicht. Naja, egal. So stark sind sie bestimmt nicht. Pff. Ah! Okay, die schlagen mehrmals mit leichter Power. Lam, bam, bam. Und du bist down. Dum, dum, bam, badam, bam, 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 badabadam. Okay, sehr nice. Gut, das wäre vielleicht eine ganz clevere Idee. Ich habe halt keine Ahnung, wie irgendwas so ein Herzcontainer-Dingens ist, aber ich trinke jetzt einfach mal hier meinen Ahornsirup. Einfach mal so, weil das ist vielleicht ganz clever, hier mit ein bisschen BP rumzulaufen. Ich hoffe einfach mal, dass hier jetzt so ein Regenerator-Herzblock kommt. Das wäre ein bisschen doof. Ach, hierfür. Ich wusste, dass ich diesen scheiß Stein noch brauchen kann. Verdammt. Wie machen wir das? Okay. Gib mir das mal. Ja. Und Moment. Reinlegen wir den Voldo-Pilz, weil den braucht eh kein Mensch. Den nutze ich doch sowieso nie. Den nehmen wir auch mit. So, dankeschön. Und dafür kriegst du... Nein, nicht die... Nimm sie dir, Mario. So, und reinlegen tun wir so einen Pau-Block. Ja, den braucht eigentlich auch kein Mensch. Lambabam. Und den nehmen wir auch noch mit. Dankeschön. Und dafür kriegst du einfach noch den anderen Pau-Block. Ja, das ist ein guter Deal eigentlich. So kann man dealen heutzutage. So. Was geht denn hier ab? Da ist ein geheimer Gang. Ist hier... Moment, irgendwas ist doch hier noch. Das ist sehr, sehr merkwürdig hier gerade. Oh, was haben wir hier? Hier ist ein Platz, um etwas hier hineinzustellen, okay. Okay. Oh, Bombette, dein Einsatz ist gefragt. Sehr geil. Und zupf. Oh yeah. Sehr gut, Bombette. Du bist cool.
Oh, Leute, wir sind im Eispalast drin jetzt, glaube ich. Und da kann man einfach durchlaufen, ne? Wie ich das gewusst habe, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Wer bist denn du? Wer bist denn du? Endlich, Mario. Ich bin froh, dass du diesen Ort gefunden hast. Ich habe schon auf dich gewartet. Hohoho. Findest du es eigenartig, dass ich von dir weiß? Mein Name ist Madame Merla. Ich bin ein Botschafter der Sterne. Merlot und Merle kennst du ja. Nun, ich bin ihr Vorfahre. Die Sterne haben mir in meinen Träumen von dir erzählt. Sie sagten, du würdest zum Schrein am Biberberg eilen. Von hier aus bewache ich den Weg zum Kristallpalast. Wir haben keine Zeit zu verlieren, also hör gut zu. Du weißt es vielleicht nicht, aber Bowsers Horden sind in den Kristallpalast eingedrungen. Dem Ort, wo der Stern, wo den Sternen gehuldigt wird. Was ich dir jetzt zu sagen habe, ist sehr wichtig. Höre jedes Wort, das ich dir sage. Naja, Leute, auf jeden Fall ist das ja anscheinend doch noch nicht der Eispalast, sondern bloß irgendeine Eishöhle. Sorry für die Fehlinformation. Ich kann dir nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich werde mich kurz fassen, also gib auf die wichtigsten Punkte 8. Die Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Damals war ich noch eine junge Frau. Eines Tages geschah in den Bergen etwas Schreckliches. Ich rannte sofort hin und... Aber es war eigentlich und... Oh, dieser Anblick. Ich war und dann war es so und... Es war kein anderer und... Mario Pension wieder. Also und dann und ich und... Schnasen, Osterhasen. Passend Osterhasen. Gestern, also jetzt gerade, wo ich das aufnehme, ist Ostern. Ich lade es morgen hoch und ja, ist fast passend zu Ostern. Und daher musst du Bowsers Leute aus dem Kristallpalast vertreiben, ne? Verstehst du? Aber hey, du, hast du meine Erzählung überhaupt zugehört, Mann? Was? Ja, alles gehört. Ja, klar, Mann. Yay! Naja, also gut. Wie ich schon gesagt habe, brauchst du den Sternenstein, um zum Palast zu gelangen. Hiermit überreiche ich ihn dir. Okay, das ist voll lieb von dir. Mit Hilfe dieses Steins kannst du den Weg zum Kristallpalast öffnen. Und nun beeil dich, Mann! Bist du sicher, dass du die Kurzfassung meiner Geschichte verstanden hast? Die ganze epische Tragweite dieser fabulösen Story kannst du erst erfassen, wenn du die Vollversion hörst. Vielleicht werde ich sie dir eines Tages erzählen. Bis dahin viel Glück! Ja, die Kurzstory war schon spannend genug. Oh yeah, wir haben den Sternenstein. Der öffnet den Sternpalast. Sehr nice. Gut, Leute, dann wollen wir mal den Sternenpalast öffnen. Der sollte sich dann hier irgendwo öffnen und vor uns erscheinen oder so irgendwie. Also, stupen wir es da rein, wie ein Lux-like-Link wieder sagen würde. So. Sehr schön. Und nun passiert bestimmt was ganz Tolles. Eis bewegt sich, okay. Okay, eine Treppe. Und noch weitere Treppen. Hoher Weg auf jeden Fall. Oh yeah, und noch weitere Treppen, okay. Da oben ist garantiert der Eispalast. Oh yeah. Geilo! Sehr schön, hoch geht's. Oh yeah, wir sind kurz im Eispalast-Eingang. Oh yeah, sowas... Nein! Das war scheiße. Das war kacke. Oh, man kann auf sie springen. Okay, wusste ich gar nicht. Da kann ich ja jetzt einfach mal hier so... Powerbombe machen! Sehr nice! Oh yeah, geil. So, und ein Super-Bär... Nee, hier, den hier. Oh yeah, sehr geil. Oh, das habe ich gut hingekriegt. Ich bin ja mal stolz auf mich, dass ich das gepackt habe. Oh yeah, ist geil. Sehr gut. So, was haben wir hier hinten? Oh, okay. Ein Orden. Der Megasprung. Mario springt mit unglaublicher Kraft auf einen Gegner. Okay. Nice. Kann man machen, braucht aber garantiert taufen BP. Nein, ich meine doch OP und auch BP. Hier kann man safen. Oh yeah. So, Leute. Das war's dann für heute. Wir gehen noch ganz kurz hier in den Palast rein. Sollte hier irgendwo der Eingang sein. Oh, okay. Hier kann man sich auffüllen. Naja, okay. Besser als nix. Sehr schön. Ich bin ready. Bombette, wo bist du? Komm her. So, bist du ready? Ready. Auf geht's. Oh yeah. Hä? Okay.
Leute, ich würde sagen, hier in diesem schönen Spiegelkabinett machen wir den nächsten Part weiter. Also schaltet wieder ein, wenn's mysteriös wird. Also, bis dahin, macht's gut und tschaußen.